Gut, da wir es hier jetzt scheinbar mit einem etwas mächtigeren Zauberer zu tun haben. Wo soll ich euch verstehen? Ja? Mein Geschick vorführen. Mhm. Ja. Verschwimmen und das hier noch. Und am besten noch einen Schutz vor dem Bösen. Okay, dann schau mal, ist der überhaupt böse? Fragt nur, wenn ihr es wollt. Kommt mir bis jetzt nicht so böse vor. So, müssen wir den jetzt erst sehen? Ja, Markart ist böse. Okay, töten wir ihn. Ich helfe, wo immer ich kann. Naja, gut, Untote. Schneller als Chip. Ich bitte meine Dienst bei Torm. Ich werde euch erledigen. So, die Untoten sind schon mal ein bisschen gefiert. Ein Zepter, ein Stab. Okay, jede Menge Zeug. Ach, jetzt ist der Behälter voll. Okay. Eine Feuerschutzrobe, die kann verkauft werden. Eine Stabschleuder plus eins, die kann auch verkauft werden. Ja, euer Wunsch ist mein Begehr. Die beiden Sachen. Das eine ist ein Stab und das andere ist ein Zepter. Wow. Die Natur könnte selbst hier Einzug finden, wenn der Ort nur gereinigt und das Gleichgewicht zurückgebracht würde. Fragt nur. Keine große Herausforderung. Ja, gut. Wir haben uns ein bisschen hier drum gekümmert. Gar dumpfes Feuer und seltsam klare Einbildungen drehen sich durch meinen Kopf statt der Erinnerungen. Doch, was ist dies? Mein Sklavenhalter, er liegt dort tot nieder, ich kann spüren, und der Spatz erblickt seinen glorreichen Retter. Oh, unermessliche Freude, Poesie erfüllt des Spatzes Herz. So kann ich denn die Kräfte des Chaos mit meinem Fanfarenstoß, die blassen Klingen und die hässlichen Häupter kühn erobern und trugen ihn mit sich hinfort, den kleinen Spatzen. Schneidet euch nicht in die Zungen an euren eigenen scharfen Worten, Poet. Wir tun nur jemandem einen Gefallen, nicht mehr. Und ihr sollt auch fliegen. Redes Schei hat dafür gesorgt. Ich habe meinen Hals für euch riskiert, euch vor der Sklaverei gehettet. Und das Erste, woran ihr denkt, sind dumme Verse? Ihr habt es wohl ein bisschen eilig, was? Eigentlich denke ich darüber nach, euch hier verrotten zu lassen. Und ihr sollt auch fliegen. Redes Schei hat dafür gesorgt. Ihr gehört zu Redis, so, dann könnte meine Haut ja doch nochmal gerettet werden. Kommt, wir wollen uns zusammentun, damit ich diesen stinkenden Ort verlassen kann. Ihr könnt mitkommen, wenn ihr wollt, aber ihr werdet mehr als Gedichte brauchen, um überleben zu können. Ich will nicht für den leichtfertigen Tod eines Schauspielers verantwortlich sein. Ja, man sieht, Herr Dallas ist ein NPC. Ich wurde angehört, euch zu retten, und ich bezweifle, dass Redis begeistert sein würde, wenn ich euch nun an mich reiße. Wenn ihr unbedingt wollt, dann kommt mit, aber ich habe keine Lust auf Redis Welpen aufzupassen. Nehmen wir mal das mittlere. Der Ehre verpflichtet und von ihr gezeichnet, was? Na schön, mein Advokat, ihr habt mich befreit und dafür danke ich euch. Aber in diesem Versteck des Zaubers befindet sich ein Altar, in dem ein enorm wichtiger Edelstein verborgen ist, den mir Merkat stahl. Findet ihn und bringt ihn zum Theater, wo wir über euren dummen Vertrag noch einmal diskutieren können. So. Ist das jetzt hier drin? Nach Datum?
Nee, ich habe Redes Schauspieler hier Darius aus seiner magischen Gefangenschaft befreit und er ist allein zum Theater zurückgekehrt. Jetzt muss ich nur seinen Edelstein finden und ihn Redes überbringen. Sie wird mich dafür entlohnen. Mhm. Ja, das müsste der Edelstein sein. Das ist ein Portal-Edelstein und eine Harfe. Ich weiß, was ich ist. Ein Portalstein dient dazu, um Tore zwischen verschiedenen Ebenen zu öffnen. Es gibt nur wenige, die wissen, wie man derartige Edelsteine korrekt verwendet. Man sagt, dass manche der Steine unangenehme Nebenwirkungen haben. Diesen Portal-Edelstein habt ihr auf dem Altar in Merkats Behausung gefunden. Ja, die sind mir dann wohl eine kleine Erklärung schuldig. Mann, ich hab diese Quest nicht mehr so gut in Erinnerung, muss ich zugeben. Aber gut, ja. Ist das jetzt in die Kanalisation zurück oder gehen wir nach oben raus? Wir gehen nach oben raus. Okay, wir sind oben raus, aber wir kommen von hier aus nirgends weiter. Way. Ja, wir kommen von hier nirgends runter. Wir sind nämlich jetzt im Brückenviertel. Ja. Ein Helmtempel, ein verfallenes Haus und Ausgang aus dem Brückenviertel. Was möchtet ihr? Naja, auch gut. Wir können halt nichts anklicken, außer den Eingang wieder. Der uns wieder nach unten führt. Erzählt mir mehr davon. Und von da aus können wir nur in die Kanalisation. Keine große Herausforderung. Ja gut, ich würde mal sagen. Kümmern wir uns um den Kult der Augenlosen. Ich meine, wir sind noch ziemlich gut dabei eigentlich. Wir haben zwar kaum noch Heilzauber. Ja, die Heilzauber könnten etwas knapp werden. Wir haben nämlich nur noch die guten Heilzauber. Ja. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich meine, wir könnten irgendwie einen von denen hier geben. So, da ist sie wieder einigermaßen fit. Dadurch wird jedes Gift neutralisiert und 10 Schadenspunkte geheilt. Ja, gegen Gift halt. Heil gegen Gift. Ich meine, wir haben auch noch irgendwo normale Gegengifte rumliegen. Ja, hier. Gut, dann gehen wir mal hier in die... an diesen Ort. Hier gibt es mal wieder Schatten, die wir wohl gerade in unsere Richtung gelockt haben. Ihr seid direkt hinter mir, nicht wahr? Mhm. Mal ganz kurz gucken. Ja, das haben wir auch richtig eingestellt. Was braucht ihr? Sehr gut. Wo zur Hölle kommt jetzt der Arztfresser her? Irgendwo aus dem letzten Loch, würde ich mal sagen. Okay, da kommen wir nicht weiter. Das heißt, wir können nur hier rein gehen. Weil von da aus sind auch die Gegner gekommen. Die wir gerade bekämpft hatten. Wo soll ich euch? Nichts Gefährliches, hoffe ich doch. Ich warte.
Der Raum sieht schon mal sehr, sehr... Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Fragwürdig aus. Ja, euer Wunsch ist so dashing, leichtfüßig und so. Halt. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass in diesem Raum eine Falle war. Ich meine, außer den Wölfen. Das ist eigentlich perfekt für... ...ein Feuerball. So, jetzt muss nur noch... Das blöde Spinnennetz verschwinden. Da wäre ich richtig froh drüber. Ja. Was braucht? Hey, ja! Hey, die Touristen lieben das. Ich warte. Was möchte ihr? Ich kann auch. Hat nachgelassen. Gut. Hi. Ja. Wo so leichtfüßig und so. Gut, der ist auch weg. Ist ein super toller Kult hier unten. Muss ich ernsthaft sagen. Tür zur inneren Kammer. Ich in Yoshimo ist bereit. Hi, Jungs. Okay, wir haben wieder... ein Fallstack verbraucht. Muss mal gucken, von welchem Fall wir eigentlich am meisten haben. Ich werde wahrscheinlich auch irgendwann mal auf rote Schleuderkugeln mit Airy umsteigen. Einfach, weil wir so viele von denen haben. Ich meine, wir haben hier fast drei volle Stacks. Jetzt haben wir drei volle Stacks hier. Angefangene Stacks. Wir können ja dann, wenn die alle sind, wieder plus 1er kaufen. Genauso, wir haben verdammt viele Feuerpfeile und Pfeile plus 2. Kriegst du mal die Pfeile, Minsk. So. Du hast Feuerpfeile, du hast die Pfeile. Ja, ich glaube, ich werde dann mal von Talisa die ganze Munition dabei erwähnen, sobald sie die verschossen hat. Reinpacken. Ich könnte zum Beispiel auch mal die beißenden Pfeile aufbrauchen. Das ist mir keine schlechte Idee. Dann die Durchdringungspfeile oder die Durchbohrungspfeile. Sobald ich die plus 1 Pfeile halt aufgebraucht habe. Ich denke, ihr seid direkt hinter mir, nicht wahr? Weil es ist schön, Munition zu haben. Ah, das war der Fallenraum. Ja. Ja. Also die Mitte des Raums, jetzt fallen die Türen mit einem Knall zu. Das Zischen entströmt, Gas ist zu hören, eine orange Wolke beginnt, den jetzt versiegelten Raum zu füllen. Ja, das ist eine Vergiftung. Okay. Ich brauche hier ein bisschen. Ähm.
Das ist der Fallenraum, den ich in Erinnerung hatte. So, mach auf. Rückzug, 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 Rückzug. So, vampirischer Nebel ist ausgeschalten. So, heilen wir einmal durch. Gut. Eigentlich müsste die Giftwolke jetzt auch demnächst aufhören. Ja,